Willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Galaxy 2. Ja, es kam lange kein Video mehr. Warum auch immer. Oh, 9 Leben. Nicht schlecht, tot. Oder eher gesagt Peach. Ja, es kam lange kein Video. Aus Lustgründen, aus Zeitgründen. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall mal eine Mischung aus beidem. Und... naja, wo sind wir denn hier stehen geblieben? Ach du Scheiße, da gibt es noch viele Kometen zu machen. Werden wir auf jeden Fall alles noch machen. Aber natürlich machen wir wie immer erstmal ein reguläres Level. Was heißt hier reguläres Level? Halt ein normales Level. Weil wir ja meistens nach 2 Sternen noch relativ viel Zeit haben. Und ja. Also warum nichts kam. Wie gesagt, wegen der Schule hauptsächlich auch. Und natürlich spielt er dann auch immer so ein bisschen die Lust mit. Ja, ob man jetzt unbedingt... ja, nochmal eine halbe Stunde oder eine... was heißt hier eine halbe Stunde? Also zum Aufnehmen natürlich, aber zum Rendern teilweise wirklich schon mehrere Stunden dazu gebrauchen möchte, um da noch was aufzunehmen. Das ist natürlich auch immer so eine Frage der Lust, ne? Ist, denke ich mal, verständlich. Na komm! Okay. Dann müssen wir hiermit alles machen. Wie war denn das hier? Achso, ich muss einfach nur hier Bowser kaputt machen. Es gibt nämlich auch noch einen anderen Stern. Da muss man was anderes machen. Aber, ja. Werdet ihr alles noch sehen. So. Achso, nee, das war ja der grüne Stern. Ja. Ich dachte, da wären die Sterne, die Kometenmünze. Aber so viel sind die natürlich am Anfang noch nicht. Ach komm, du stirbst jetzt erstmal. So. Ja, auch wenn ich morgen eine Arbeit schreibe, heute wird aufgenommen. Habe ich mir einfach so gedacht. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, mir war ein kleines bisschen langweilig, weil es ist nur Deutsch-Aufsatz, auch wenn es ein Leistungskurs von mir ist. Ja, ich muss mir da eh nur ein bisschen was angucken und dann ist gut. Meine Güte. Ich bin relativ gut in Deutsch. Die letzte Arbeit waren 13 Punkte. Also kann man nicht meckern, würde ich mal sagen. Nichtsdestotrotz soll ich das natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn ich, ja... wenn ich das jetzt verhaue, dann ist natürlich auch meine 1 verhauen da. Das will ja keiner. So, diese rote Feuerblume. Warum sage ich rote Feuerblume extra noch? Ey, weg da. Dankeschön. Wow, kommt sie rausgeschossen. So. Okay, damit hätten wir es. Da ist er schon. Wir haben alles und ich habe was vergessen, ne? Kann das sein? Ich hab echt... oh, ich weiß doch, wo sie ist, aber ich habe vor lauter Gelaber habe ich sie einfach liegen lassen. Okay, dann denke ich, ist der nächste Part einfach mal ein Kometenpart. Damit wir die endlich mal losbekommen. Das werden ja auch nicht weniger. So. Oh yeah. Was mich auch so ein bisschen wieder angespornt hat dazu, hier einen neuen Part aufzunehmen von Mario Galaxy, ist natürlich auch... dass es tatsächlich Leute gibt, die dieses Video gucken und die danach auch noch fragen. Also, ja, sowas motiviert dann halt einen schon ein bisschen. Wenn auch nur ein bisschen, sondern müssen wir natürlich hier erstmal den Stern nochmal machen. So leid es mir tut, ich werde, ja, werde es jetzt so schnell wie es geht machen. So. Ach, hi Luigi. Dich habe ich ja noch gar nicht vorgestellt. Ja, jetzt wartet Luigi auch immer hier in den Leveln.
ja, mit dem könnten wir theoretisch auch noch spielen, aber natürlich jetzt erstmal noch nicht. Das werde ich dann bei den Grünsternen machen, die natürlich dann auch noch kommen werden. Ich denke, das ist kein Geheimnis mehr. Warum denn auch? So. Luigi hat natürlich eine ganz andere Sprungphysik, ist klar hier. Das kennen wir ja alle schon. So, das war hier, ne? Hier war irgendwie was. Das weiß ich. Genau, da glänzt es auch schon. Jetzt ist natürlich das Problem, jetzt müssen wir es so schaffen. Na komm! Oh, kriegen wir auch nicht so down, ne? Klein, nicht down. Das labe ich schon wieder für eine Scheiße. Naja, da haben wir noch eine, aber natürlich muss ich dann erstmal zurück. Und du stirbst jetzt erstmal, wenn du nervst. So. Nein. Da haben wir jetzt die Röhre. Okay. Eigentlich kein Problem. Man muss natürlich einfach ein bisschen schlauer sein als ich und dann kriegt man das schon hin. So, hier mache ich mir diesmal auch ja, ich wollte gerade sagen keinen Stress, aber das ist das falsche Wort, denn ich mache mir ja extra Stress. Sagen wir mal so, ich versuche ja jetzt etwas schneller hier durchzukommen. Ah. Ihr scheiß Viecher, Mann. Die nerven echt. Wow, und das war knapp. Okay. Schön. Ba, 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 ba. Zum zweiten Mal in diesem Part. Eieiei. Aber gut. Natürlich keinen Stern dazu bekommen, aber eine Kometenmünze und das heißt, es könnte wieder ein Komet auftauchen. Und neue Bestzeit. Okay. Ja. Kein Wunder, wenn man da ein bisschen schneller macht, wie, oder wenn man auch nur etwas besser ist als ich, was nicht schwer ist, dann kriegt man das natürlich hin. Oh ja. Oh, Moment. Kann das sein? Ein Boss, okay. Ja, habe ich schon wieder völlig vergessen, dass hier ein Boss drin war. Ja, schön. Schon wieder dasselbe Versteck. Aber daran sollte sich natürlich auch nichts ändern. So, hier noch einen Würfel. Den hatten wir schon vorhin. Ah, nur ein Leben. Ach, egal, komm. Jetzt haben wir 15 Leben. Oh Mann, das ist echt, das ist zu einfach. So. Ja, wir müssen wir leider jeden einzelnen aufmachen. Ist ein bisschen blöd. Hat der hier was drin? Nee. Es ist schon wieder ein bisschen zu schwer. So ein... Was auch? Oh Mann, das ist... Ernsthaft? Das ist mir nie aufgefallen, Mann. Der wird ja weiß. Er wird ja weiß. Und wenn ich das richtig sehe, ist da noch ein Stern versteckt, ne? Aber das machen wir, ja, ein andermal. Oh Mann. Voll vorbeigesegelt. Aber da ist auf jeden Fall auch noch was drin. Noch nicht der letzte. Wo ist denn da sonst noch einer? Hier nicht. Ist mir ernsthaft, wo ist denn der? Hier in den ist nichts drin, ne? Ah doch, okay. Ich dachte gerade eben schon, den haben wir. Okay, da ist noch ein Goomba, der jetzt auch noch sein können. Aber der war's nicht. Gut. Oh yeah. Können wir auch keine Stampfattacke machen? Nee.
So. Schön runtergesegelt. Kommt er wieder? Ich weiß es nicht. Moment mal, hier ist nochmal ein Grünstern. Richtig gut versteckt, Achtung. Oh yeah. Da unten ist ein Grünstern auf jeden Fall. Ah, wer hat alles gedacht, dass ich jetzt runterfalle und total den Fail hinlege? Nein, nein, ich weiß, was ich tue. Keine Angst. Und was macht er gerade? Und das sieht doch sehr nach Boss-Time aus. Nee, Sternteile will ich jetzt nicht dafür verpulvern. Die Bosse sind noch einfach. Aber naja. Ich spreche auch ein bisschen leiser, ne? Ich bin so ein bisschen so weihnachtlich in mich gekehrt. So winterlich halt, wisst ihr ja. Mann, ist das schon lange her, dass ich aufgenommen habe. Das war ja noch Anfang Herbst, ne? Oder übertreibe ich da jetzt ein bisschen? Also mir kommt es auf jeden Fall vor wie eine Ewigkeit und... Okay. Ja, so schwer ist der jetzt nicht. Ich hatte aber gedacht, dass wir das mit dem Rolli machen müssen. Ach du Scheiße. What the? Und das war's. Also nee, der ist echt nicht schwer. Man muss noch nicht mal genau zielen. Das ist einfach so ein bisschen in die Nähe der Nase kommen. Also man musste an der Nase halt so schütteln und dann hat man ihm eins auf die Schnauze gegeben. Wortwörtlich. Gut. Nee, ein Level kriegt man noch. Obwohl, Moment. Da war ja noch ein Fragezeichenstern. Habe ich schon wieder völlig vergessen. Da war ja noch was. Oder ich... kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Und da war nichts mehr. Ah doch, okay. Man weiß nicht auch wo. Na gut. Gut, dass mir es noch eingefallen. Ich dachte hier? Echt? Ist der? Was? Was? Echt? Jetzt bin ich ratlos. Aber schwer versteckt kann der nicht gewesen sein. Nee. Da ist da... Nee, da ist... Da war doch die Röhre, ne? Ach, hier. Ja, okay. Da ist auch eine Röhre. Und das ist die... Ja, okay. Ja, ich dachte gerade eben schon. Dann habe ich das verwechselt. So, das ist was ganz Lustiges hier mit dem Wanderaffen. Der hat eine Challenge für uns. Ja. Beleidigt mich nicht gleich, wenn ich es nicht mehr auf Anhieb schaffe. Ich gebe mein Bestes. Das ist aber gar nicht so einfach. Man muss das teilweise auswendig lernen. Weil die nach einer Zeit weggehen und ja. Man darf sich natürlich auch nicht treffen lassen. Ist, denke ich mal, klar. So. Natürlich hier erstmal das absahen. Der Rest geht weg. Hier hin die da absahen. So. Das sind dann natürlich noch die kleinen Fische hier. Okay. Nein! Oh, es hat nicht viel gefehlt. Okay. Ja, ich habe es nicht auf Anhieb geschafft. Es ist aber auch schwer. Zum Glück geht man nicht Game Over und muss das Ganze nochmal machen, also... Also nicht so wie bei den Bienen da. Nicht bei den Bienen, sondern da in der ersten... Wattewolkengalaxie da, wo er war. Ich nehme jetzt mal die Kurven ein bisschen eng. Wow! Nein! Okay. Fail. Okay. Sorry, Leute.
Das wird auch nichts. Okay, verschwinde, komm. Jawohl. Und, Noch schlechter. Aber der letzte ist auch nicht einfach, weil du musst richtig stehen. Sonst bekommst du den nicht. Also, vor dem bevor halt diese Goldenen kommen. Da verliert man ziemlich viel Zeit. Und ja, ich habe davor natürlich schon ziemlich viel Zeit verloren. Nervig. Aber geht, komm. What the? Ja, lass mir den mal. Ist nicht so schlimm. Nein! Okay. Egal, komm. Wie gesagt, der ist schwer. Okay, geschafft. Puh. Da kann man natürlich auch viel besser sein, aber ich schaff's immer nur knapp. Ist leider so. Damit haben wir die, 17 Minuten schon voll. Das ist sehr schön. Dann kann ich auch hier den Part beenden und ich springe gekonnt am Stern vorbei. Das ist doch auch mal was. Gut. Dann würde ich mal sagen, wenn es gefallen hat, gebt natürlich einen Daumen hoch. Das ist mir sehr wichtig. Ich fange jetzt, glaube ich, schon so an wie Liv Floyd. Ich sehe dann wirklich, was euch gefällt und was nicht. Es ist wirklich so, weil ich dachte wirklich für eine Zeit lang, bis mir dann ein Abonnent mir was Besseres erklärt hat, dass er wirklich gerne Galaxy guckt, dachte ich wirklich, dieses Projekt wird nicht geschaut. Ich hatte immer nur so 10 Aufrufe, da dachte ich mir, ach, die können auch von mir gekommen sein, dass ich vielleicht mal so ein... oder... So ein bisschen, also ich gehe jetzt nicht explizit auf mein Video drauf, aber manchmal kommt es dann halt doch, ja? Also, so meine ich es halt, dass die 10 Aufrufe vielleicht so mal von mir gekommen sein können. Und natürlich habe ich dann keinen Daumen und das ist dann immer wirklich, das ist für mich fast wie ein Weltuntergang. Deswegen immer bitte, bitte mindestens einen Daumen hoch geben. Es kostet euch nichts außer einen YouTube-Account. Wenn ihr keinen YouTube-Account habt, dann braucht ihr es nicht. Aber bitte, wenn ihr einen habt, dann gebt mir einen Daumen hoch. Für die anderen etwas fleißigeren würde ich mich natürlich auch über einen Kommentar freuen. Das wäre auch sehr, sehr nett. Ich lese die immer gerne, ich beantworte die auch immer gerne. Und ja. Also, bis zum nächsten Part und ciao. Da gibt es die Kometen, also dranbleiben. Bis dann.